not hard to find if your grip is loose enough. How lucky to be by your side to feel your stare. Hallo ihr Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Wenn ihr neu hier seid, hi, mein Name ist Anna. Cool, dass ihr hergefunden habt, und wenn ihr immer da seid, dann danke fürs Einschalten und dass ihr wieder hier seid. Ich dachte, ich starte mal einen neuen Vlog und gebe euch erstmal ein kleines Live-Update und ja, berichte so ein bisschen, wo ich gerade stehe, was in der Uni läuft, und starte so den neuen Vlog, weil ich ja in der vorangehenden Woche, letzte Woche, eben nicht gefilmt hatte. Mittlerweile bin ich in meinem neuen und allerletzten Modul für dieses Semester angekommen, nämlich Ernährung, Verdauung und Stoffwechsel. Und es geht in diesem Modul ganz viel um Magen, Darm, um Leber. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Organe, um die sich das Modul dreht. Es geht um die Anatomie des Situs, also des ganzen Bauchraums. Es geht um die Physiologie dieser Organe. Es geht um die Histologie, das heißt, wie sieht das Gewebe aus. Und dann auch noch ein bisschen Biochemie im Sinne von, ja, Stoffwechsel und Nährstoffaufnahme. Und ich muss sagen, ich freue mich unglaublich auf dieses Modul, weil wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass Ernährung eine riesen Leidenschaft von mir ist, dass ich sehr gerne privat auch Bücher über Ernährung lese und mich da konstant irgendwie weiterbilde, weil das was ist, was ich sehr wichtig finde und was ich auch in meiner ärztlichen Tätigkeit irgendwie einbauen möchte später, weil das ein Faktor ist, der viele Erkrankungen begünstigen oder auch vorbeugen kann. Und daher freue ich mich besonders auf dieses Modul, weil ich glaube, ich in dem Modul nochmal viel lernen werde, was mir in meinem eigenen Verständnis hilft von Themen, mit denen ich mich gerne beschäftige. Und daher habe ich auch voll Lust, einfach die Inhalte wirklich gut zu lernen. Und das ist natürlich irgendwie immer das Schönste, wenn man das Gefühl hat, man lernt die Dinge nicht unbedingt für Prüfungen, sondern, also klar, da muss man die auch können, aber halt vor allem, weil man sie selber irgendwie wissen möchte. Und ja, da stehe ich gerade. Ich habe also noch 3 Wochen Uni. 3 Wochen beschäftige ich mich mit der Verdauung, mit Verdauungsorganen, mit Ernährung, Stoffwechsel und so weiter. Und in dem Kontext hatte ich heute einen Untersuchungskurs in der Gastroenterologie, also auch eben ein Teil der Inneren, der sich eben mit dem Magen, Darm, mit dem Verdauungssystem beschäftigt. Und da haben wir heute ein bisschen endoskopiert. Wir haben also an einem Modell eine Kamera eingeführt und uns den Magen bis in den Ösophagus, also die Speiseröhre, und den 12-Fingerdarm, das Duodenum, angeguckt und haben dann so Fake-Polypen, die man da so dran machen konnte, eben abgeschnitten und entfernt und so, und da einfach ein bisschen spielerisch Endoskopie gelernt. Ja, nein, man braucht lange, bis man das gut kann, denke ich, aber ja, so ein bisschen geübt und einen Einblick bekommen. Und es hat super Spaß gemacht. Generell waren meine Untersuchungskurse, also meine klinischen Kurse, super gut. Auch im vorangehenden Modul durften wir ein paar PatientInnen auskultieren, also selber abhören und mögliche Diagnosen stellen. Dann haben wir einmal Echokardiographie gemacht, also Ultraschall vom Brustkorb, vom Herzen. Dann haben wir einmal ein EKG bei uns selbst geschrieben und das ausgewertet und haben auch noch über veränderte EKGs gesprochen. Also der Arzt, der das mit uns gemacht hat, hat eben auch noch EKGs aus der Notaufnahme mitgebracht von vor ein paar Tagen. Dann haben wir die analysiert und geschaut, was die Leute wahrscheinlich haben. Und dann durften wir einmal auch bei einer elektrischen Kardioversion mitkommen, wo man eben versucht, das Herz wieder in einen normalen Sinusrhythmus, nennt man das, zu bekommen. Und da durften wir eben auch mithelfen und gucken. Und ja, ich habe irgendwie dementsprechend viele coole klinische Erfahrungen sammeln dürfen in den letzten paar Wochen. Das ist nur einmal die Woche, dass wir so einen klinischen Kurs haben. Sonst sind die Inhalte in den ersten paar Jahren des Studiums sehr, ja, Anatomie, Physiologie, Biochemie lastig, also viel Hintergrundwissen einfach über den menschlichen Körper, und mehr über Erkrankungen kommt eher später im Studium, also ab dem 5. Semester.
Aber wir haben auch von Anfang an eben so ein paar klinische Kurse, in denen wir schon mal so Grundlagen lernen und schon mal ein Gefühl bekommen für verschiedene Erkrankungen und für Diagnostik und Therapiemöglichkeiten. Und wir haben dann auch hier und da klinische Vorlesungen über Erkrankungen. Aber viel davon kommt auch erst in späteren Semestern. Ja, so viel erstmal über mein Unileben. Heute werde ich mich noch ein bisschen mit dem Magen beschäftigen, mit dem Mikrobiom, also mit der Flora, mit den Bakterien, die man im Verdauungstrakt hat. Und auch noch mit einer Erkrankung, nämlich Gastritis. Steht heute auch noch auf dem Programm. Aber ich werde mir jetzt erstmal Mittagessen machen. Ich bin gerade erst wieder nach Hause gekommen, eben von dem Kurs in der Klinik. Und ich habe gleich auch noch POL, problemorientiertes Lernen, eben so ein Kleingruppenformat mit klinischen Fällen, die wir besprechen, wo wir verschiedene Erkrankungen besprechen. Und danach werde ich den Tag über einfach hier an meinem Schreibtisch lernen, werde wahrscheinlich nicht mehr irgendwo hinfahren, außer vielleicht ins Gym, wenn ich noch trainieren gehe heute Abend. Aber ja, sonst ein ruhiger Tag hier mit Unisachen. Ich glaube, das war es erstmal mit Live-Update. Ich möchte später in dem Video noch über ein paar verschiedene Themen reden, die mich gerade beschäftigen oder über die ich viel nachgedacht habe. Aber jetzt erstmal reicht es mit Reden und ja, viel Spaß noch beim Video. Ich mache mir jetzt Mittagessen. Ciao. Sick as a dog, I run my hands through your hair. Oh, my heart will change. I wait for nothing. The end. Hallo ihr Lieben, wir haben gerade Mittwochabend, also ja 5 Uhr, früher Abend und ich bin gerade vom Gym wieder nach Hause gekommen. Ja, hatte ein gutes Training. Ich hatte heute Morgen Uni auf dem Campus, war danach auch noch ein bisschen in der Uni und habe da einfach meine Sachen nachgearbeitet und Karteikarten erstellt und ja, so mein Tag bisher. Ich muss auch heute Abend noch die Inhalte, also die Karteikarten durchgehen und lernen und abfragen. Das wird noch ein bisschen dauern, aber ja. Und heute später am Abend werde ich, denke ich, anfangen mit dem Schneiden dieses Videos. Aber jetzt wollte ich erstmal noch über ein Thema ein bisschen quatschen, über das ich ein bisschen nachgedacht habe. Und zwar höre ich gerade ein Hörbuch, das nennt sich Mastery. Ich kann das sehr gerne irgendwo einblenden und das hat ein paar, ja, hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt, was ein paar Sachen angeht. Es geht in dem Buch ganz viel darum, dass man nicht erwarten kann, dass man irgendwas Neues anfängt und direkt, ja, Mastery hat, also dass man direkt super gut da drin ist und direkt viele Erfolge sieht. Und dass wir als Menschen oft sehr früh aufhören mit neuen Tätigkeiten, weil wir einfach
das Gefühl haben, wir kommen nicht voran, wir haben kein Talent, andere Leute können das von Natur aus viel besser. Aber so eine Message ist, und ich glaube, damit bin ich sehr d'accord, da glaube ich auch dran, dass gute Dinge einfach lange brauchen und dass wir lange brauchen, bis wir gut in Dingen werden und das richtige Erkenntnis und das Erlangen von viel Wissen, das Verständnis von einem Thema einfach Jahre dauert oder auch das Erlernen von irgendwelchen Skills, sei das körperlich, sportlich, athletisch, musikalisch, künstlerisch, und dass wir uns mehr Raum geben sollten, um neue Fähigkeiten zu erlernen oder neues Wissen zu erlernen. Also ich meine, nicht ohne Grund sind Studiengänge mit Bachelor und Master oder halt auch das Medizinstudium oder Jurastudium oder was auch immer, die sind lang, weil man lange braucht, um ein tiefes Verständnis von einem komplexen Themengebiet zu bekommen. Oder nicht umsonst trainieren Athleten jahrelang, bis sie irgendwann mal Erfolge haben. Es ist nicht so, oder es ist nur selten so, dass Leute mit irgendwas anfangen und direkt besser sind als alle anderen. Und ich glaube, das ist manchmal eine Illusion, dass man andere Leute sieht und denkt, boah, die haben einfach gute Gene, die haben einfach das Talent mitbekommen. Und natürlich, Talent ist irgendwo ein Faktor, aber ich glaube, der größte Faktor ist harte Arbeit, dranbleiben, Consistency und Dedication, also dass man dranbleibt, dass man kontinuierlich weiter an den Fähigkeiten und dem Wissen arbeitet, das man haben möchte, und da irgendwie Verantwortung dafür übernimmt, dass man seinen Visionen näher kommt, indem man jeden Tag oder sehr regelmäßig was dafür tut und nicht einfach die Verantwortung abgibt und sagt, ich kann das eh nicht, weil XYZ, ich bin nicht dafür gemacht oder so, weil ja, natürlich haben wir Veranlagungen, wir haben Talente, aber ich glaube, das meiste ist wirklich, wie viel Effort man in Interessen investiert. Und ein weiterer Punkt, der auch in dem Buch angesprochen wurde und den ich fast noch wichtiger finde, dass man irgendwie, ja, Mastery, also irgendwie die, dass man ein Skill richtig gut kann, basiert meistens auch darauf, dass man eine krasse Liebe und Leidenschaft irgendwie für das Fach oder für die Thematik empfindet, dass man fasziniert ist davon und dass man gerne viel Zeit in dieses Thema, in diese Thematik, in dieses Interessengebiet investiert. Da kamen halt Beispiele von, natürlich jetzt sehr extreme Beispiele, aber dass Albert Einstein oder Leonardo da Vinci, dass die nicht irgendwie große Erfolge hatten oder große Erkenntnisse gewonnen haben, weil sie sich überwinden mussten, dass sie jeden Tag sich an dieses Problem setzen und sich damit beschäftigen, sondern dass die irgendwie einen inneren Drang hatten, weil die was entdeckt haben, was sie so fasziniert hat, dass sie gerne den ganzen Tag damit verbracht haben, weil sie es geliebt haben, weil sie es für sich wissen wollten, weil sie irgendwie einen innerlichen Drang danach hatten. Und ich glaube, das ist was, dem sollte man immer folgen, weil ich glaube auch, man ist automatisch natürlich besser in dem, was man liebt und gerne macht. Und ich denke, das sind auch die Bereiche, in denen man am meisten geben kann. Ich glaube, wenn man dem nachgeht, was man selber für wichtig hält und was einen begeistert und fasziniert, dann hat man da die Mittel, dass man andere Leute, dass man anderen Menschen mit dem Wissen hilft, das man erlangt, weil es einem leicht fällt, sich viel damit zu beschäftigen, weil es einem halt Spaß macht. Und was ich damit sagen will, klar, auch bei Sachen, die man mag, ist es manchmal schwer und man muss sich überwinden und kontinuierlich dranbleiben, bis man gut wird oder bis man dahin kommt, wo man hin will. Aber es ist deutlich leichter und es fühlt sich nicht immer an wie krasse Arbeit, Dinge viel zu tun, die von außen her vielleicht wie viel Arbeit aussehen. Also das Buch hat irgendwie nochmal in mir so den Gedanken erweckt oder ja, mich nochmal mehr darin bestärkt, dass man dem nachgehen sollte, was einen wirklich einfach von innen heraus aufgeregt fühlen lässt und wo man voll viel Freude verspürt, die Sachen intensiv zu lernen und zu durchdringen, und dass man damit immer nur auf dem richtigen Weg sein kann, auch wenn dieser Weg vielleicht nicht erstmal zu mehr Geld oder mehr externer Anerkennung führt. Das ist erstmal egal, weil man mit dem Weg immer mehr Erfüllung erlangen wird, als wenn man den Weg der externen Anerkennung wählt. Also ich glaube, ich will einfach nur irgendwie
euch, dich, je nachdem, ob du gerade alleine guckst, bestärken, dass du dem nachgehst, was in dir irgendwie wirklich Excitement und Freude auslöst, auch beruflich, dass man im besten Falle das nicht unbedingt trennen muss, sondern dass man irgendwie einen Weg findet, der die intrinsischen Leidenschaften auch im Beruf integriert, weil man dadurch einfach einen viel größeren positiven Effekt auf andere Menschen, auf die Welt und auf sich selber irgendwie haben wird. Ich hoffe, was ich gerade gesagt habe, hat irgendwie Sinn ergeben, und ich konnte das so rüberbringen, wie ich das meine. Ah, good things take time. Alles, was irgendwie wertvoll ist und was sich lohnt, braucht einfach seinen Raum und braucht Effort. Und B, halt, wenn man dem nachgeht, was man liebt und wo man Leidenschaft empfindet und was einen von innen heraus begeistert, dann fällt der Weg leichter. Also hier nochmal ein Appell, dass ihr irgendwie dem nachgeht, was sich von innen heraus richtig anfühlt und nicht dem nachgeht, was eure Eltern erwarten oder was euer Umfeld erwartet, Freunde erwarten oder was andere machen, sondern das, was für euch richtig ist. Dann würde ich sagen, ich mache mir gleich schon Abendessen. Ich gehe eben noch duschen, weil ich ja gerade beim Sport war. Mache mir Abendessen und dann mache ich noch eine Lernsession. Ich denke, das wird noch so zwei, drei Stündchen ungefähr brauchen. Und dann kann ich heute Abend dieses Video schneiden. Ja, okay. Bis die Tage. Tschüssi. They wanna take me away. Throw me in the backseat, rainy day. Made me promise I wouldn't say. Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen guten Abend. Wir haben gerade Donnerstagabend, wir haben 7 Uhr und ich bin vor einer Weile von der BIP nach Hause gekommen. Ich hatte heute Morgen Prep-Kurs, also der praktische Anatomiekurs, in dem man eben Körperspender, das bedeutet früher lebende Menschen, die sich der Anatomie gespendet haben, präpariert und sich die gelernten anatomischen Strukturen an echten Menschen anguckt. Ich glaube, das klingt von außen sehr wild, sehr komisch, sehr befremdlich. Und das ist es am Anfang auch. Aber ich muss sagen, man gewöhnt sich sehr schnell dran. Und nach ein paar Wochen fühlt sich das schon relativ normal an, was man da für Sachen macht. Und ich finde immer wieder, es ist ein Wahnsinnsprivileg, dass wir an echten Menschen lernen dürfen, dass wir theoretisches Wissen an, ja, so in der Praxis festigen dürfen, und ist, glaube ich, so mit der eindrucksvollste Kurs, den man im Studium hat und den man, soweit ich denke, nie vergessen wird. Naja, auf jeden Fall hatte ich heute Morgen meinen Prep-Kurs, und bald stehen ja auch Prüfungen an, halt eine große Anatomieprüfung über den Bewegungsapparat, über innere Organe, über Histologie, wie auch unsere normale Semesterabschlussprüfung über alles, über Biochemie, über Physiologie, über klinische Sachen. Irgendwie umfasst die Prüfung wirklich so unendlich viele verschiedene Sachen. Das macht es auch sehr schwierig, dass man nochmal kurz vor der Prüfung gezielt lernt, weil die Prüfung wirklich alles umfasst, was wir im ganzen Semester gemacht haben. Und das heißt, man muss einfach das ganze Semester gut mitlernen, im Semester schon gut wiederholen, weil man nicht vor der Prüfung erst alles lernen kann. Oder also da funktioniert halt so Powerlernen irgendwie nicht, sondern man muss kontinuierlich gut mitmachen und dann kommt man eigentlich gut durch die Prüfung. Ja, die Prüfungen sind in ungefähr 3 Wochen. Das geht sauschnell. Und wenn die Prüfungen vorbei sind, ist mein drittes Semester vorbei. Ich habe noch nächste Woche, übernächste Woche, weiterhin dasselbe Modul, Ernährung, Verdauung und Stoffwechsel. Bedeutet innere Organe, Magen, Darm, generell Verdauungsorgane, Leber, Pankreas, Gallenblase, all diese Organe werden in diesem Modul behandelt, und ich mag es auf jeden Fall sehr gerne.
Und es ist wie immer einfach auch viel. Ich war dann nach dem Prep-Kurs mit Freundinnen in der Bib. Wir haben uns noch Essen geholt auf dem Weg und sind dann den Tag über in die Bibliothek gegangen. Und ich habe einiges geschafft, auch gerade für Histologie, die Histologie der Bauchorgane. Histologie, wenn euch das kein Begriff ist, völlig okay, bedeutet so Gewebelehre. Da schaut man sich an, wie verschiedene Gewebe in Präparaten aussehen und was für verschiedene Zellen man da vorfindet und was in den Geweben passiert. Und das hilft, finde ich, immer sehr, dass man die Biochemie und die Physiologie von den Organen besser versteht, wenn man so einen Überblick auch vom Gewebe selbst hat. Und deswegen mag ich Histologie echt richtig gerne. Ich finde als erstes, wenn neue Histothemen kommen, ist es immer ein bisschen überwältigend, weil ich immer denke so, wie gehe ich das an? Es ist so viel und irgendwie so wirr erstmal. Aber sobald ich meine Anki-Karten erstellt habe, meine Karteikarten und die gelernt habe und abfrage, dann irgendwie geht es doch klar und dann finde ich das Thema doch auch echt cool. Naja, ja, das war eigentlich mein Tag. Ich war heute Morgen vorm Preppen im Gym, habe einen Pull-Day gemacht, also so Rücken und Bizeps fokussiert. War ein guter Start in den Tag. Und jetzt gerade mache ich ein bisschen so Haushaltskram. Ich muss mein Bett neu beziehen und gucke nebenbei, gucke nebenbei ein paar Videos von YouTuberInnen, die ich gerne gucke. Ich schreibe hier mal ein paar Namen hin von YouTuberInnen, die ich gerade gucke. Das ändert sich natürlich kontinuierlich, aber wenn ihr das Video guckt, das sind dann so ein paar YouTuber, die ich jetzt gerade gerne schaue. Entspanne, gucke mir ein paar Videos an, catche ein bisschen ab mit Leuten, die ich mag und mache meinen Haushalt. Bin gerade auch so ein bisschen am Putzen und dann werde ich gleich noch ein bisschen Video schneiden. Ich habe entschlossen, dass ich heute nicht mehr weiter lerne, weil ich heute zwischendurch einfach ein bisschen erschöpft war, weil ich einfach irgendwie jeden Tag wirklich viel lerne und jeden Tag ist irgendwie super viel halt neuer Input und so. Und ich habe mich heute einfach so ein bisschen erschöpft gefühlt nach der Bib und dachte mir so, es ist schon okay, wenn ich mir den Abend heute frei nehme und entspannt mich um ein paar Sachen, andere Sachen kümmere, bisschen das Video schneide und relaxe und dann kann ich morgen wieder stark in den Tag starten. Ich finde, das ist halt eine Sache im Medizinstudium, die recht krass ist, dass man irgendwie kontinuierlich sehr viel Input lernen muss und dass man oder dass ich oft das Gefühl habe, man hat nie mal so eine komplette Pause, sondern man ist immer so ein bisschen auf Trab und muss irgendwie dabei bleiben. Aber gut, ich will mich überhaupt nicht beschweren. Ich bin sehr froh darüber, wo ich bin und was ich lernen darf. Und deswegen, all good. Aber heute Abend werde ich ein bisschen was anderes machen, ein bisschen entspannen, ein bisschen Video schneiden. Gut, dann melde ich mich nochmal und bis dann. Ganz schnell noch eine Sache, habe ich gerade gesehen. Ich wollte euch noch eben zeigen, was ich gerade lese. Einerseits von Murakami, wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede. Ein sehr dünnes Buch eigentlich und so ein bisschen eine Ode ans Laufen und was das für ihn bedeutet und so. Ich bin noch nicht so weit, aber fand ich bisher super schön. Und dann dieses Buch, nicht so ein klassisches Buchbuch, sondern eigentlich ein Lehrbuch, das ich aber von vorne bis hinten einfach lesen möchte. Vitamine, Spurenelemente und Minerale von Thieme. Indikation, Diagnostik und Therapie. Das ist ein sehr so wissenschaftlich biochemisches Buch, in dem alle Nährstoffe durchgegangen werden und dann genau auf die biochemischen molekularen Wirkmechanismen eingegangen wird, auf die Quellen, auf Mangelerscheinungen, auf die Bedeutung für Diagnostik und Therapie in der Klinik. Und ich möchte mich da einfach selber noch intensiver weiterbilden, weil im Studium lernt man natürlich schon ein gewisses Maß an Infos über Ernährung und Nährstoffe, aber nicht in dem Ausmaß, wie ich das gerne können möchte und ja, wie ich das auch gerne in meinem
Beruf irgendwie einbringen möchte. Ich möchte einfach irgendwann eine Expertin sein, dass ich super viel über Nährstoffe und Ernährung weiß und anderen Menschen, mir selber und anderen Menschen mit dem Wissen helfen kann und Gutes tun kann. Und deswegen werde ich das Buch jetzt von vorne bis hinten durcharbeiten. Habe auch ein Buch, also ein Notizbuch, in dem ich mir wichtige Punkte aufschreibe und irgendwelche Zusammenhänge, die ich als wichtig empfinde und die ich nicht vergessen möchte. Und ja, das wird eine Weile dauern, weil das halt ein sehr, ja, das ist halt so ein Lehrbuch, ne, sehr wissenschaftlich und so. Das liest man nicht so schnell, denke ich, aber es ist okay, weil ich ja auch möglichst viel einfach mitnehmen will davon. Und ja, das sind die beiden Bücher, die ich gerade lese. Und jetzt mache ich weiter mit meinem Haushaltskram und gucke weiter ein Video von Rachel Southard über ihren Monat in der Gynäkologie. Let's go! I couldn't see with how close I was. It's not hard to find if your grip is loose enough. How lucky to be by your side, to feel your stare. Sick as a dog, I run my hands through your hair.